Eine ganz, ganz starke Leistung. 1:24.1, die Pole-Setter-Zeit von Dario Giuseppetti. Nur 2 Sekunden langsamer als der Rundenrekord von Dani Pedrosa aus der MotoGP. Aber die Verfolger natürlich auf der Lauer. Karl Margaritsch, Martin Bauer, Michi Ranseder, Matej Smirz oder die schnellen Männer von Yamaha Motor Deutschland, Jörg Teuchert und Sascha Hommel. Verfolger genug für den Mann in Schwarz auf der Technogym Hertrampf Ducati für Dario Giuseppetti. Den Start gewann nicht Giuseppetti. Das Ganze gefilmt von Damien Cutlin. Karl Margaritsch in Führung, rein ins Omega, die Königsklasse der IDM mit einem starken Feld und mit starken Leistungen. Das Niveau in diesem Jahr noch einmal angestiegen. So sieht der Yamaha-Fahrer Teuchert von hinten aus. Alles ging gut in dieser Passage, keine Zwischenfälle, alles sauber durchgekommen und Margaritsch, Giuseppetti jetzt schon auf 2, innen vorbei an Smirz, Bauer auf der 4. Position. Giuseppetti, der Polesetter, wollte also unbedingt so schnell wie es geht nach vorne. Aber die beiden KTMs von Smirz und auch von Martin Bauer vor allen Dingen direkt dahinter. Schönes Manöver unten an der Karthalle von Martin Bauer gegen seinen Markenkollegen Matej Smirz. Immer noch Margaritsch in Führung. Giuseppetti auf 2, Bauer auf 3, Smirz auf 4. Alle anderen, egal ob Ranseder, Teuchert, Hommel, Fennemann, versuchten den Anschluss zu halten. Auch Damien Cutlin mühte sich nach Kräften. Aber vorne die Top-Jungs ließen dem Rest in der IDM keine Chance. Cutlin hier vorbei an Teuchert. Aus der Onboard, Eingangsstartziel, sauberes Manöver des BMW-Fahrers aus Australien, dem amtierenden Supersportmeister. Bauer dann vorne, vorbeigefahren an Giuseppetti und Margaritsch. Er mit der KTM, der Österreicher, ja einer der Favoriten auf die Meisterschaft. Wenn er denn verletzungsfrei bleibt, dann kann der Weg über den Titel eigentlich nur über Martin Bauer führen. Holte alles aus der Zweizylinder KTM raus, dahinter die Honda mit 4 Zylindern von Karl Margaritsch und dann schon Giuseppetti mit der Ducati. Wieder die Onboard von Damien Cutlin. Gegen Teuchert, innen durch, Plätze um Plätze hat Damien Cutlin nach seinem harten Kampf gut gemacht und vorne an der Spitze wehrt sich Giuseppetti gegen den Druck von Margaritsch und versucht gleichzeitig die Lücke zu Martin Bauer nicht allzu groß werden zu lassen. Der Fluchtversuch des KTM-Fahrers auf 4, Matej Smirz. Ebenfalls noch mit Kontakt zu einem echten Top-Resultat. Dahinter dann Teuchert, Ranseder, Gisbert van Genhoven, Sascha Hommel, Philipp Altendorfer, das die Top 10. Und dann war der Polesetter aus Berlin, dann war Dario Giuseppetti dran und kam besser raus beim Beschleunigen auf Startziel und nutzte die Gelegenheit. Führungswechsel also. Ganz, ganz starke Leistung von Dario Giuseppetti, der ja noch leicht angeschlagen war nach seinem Unfall zusammen mit Stefan Nebel in Oschersleben. Trotzdem eine perfekte Showboat in Lauf 1 am Sachsenring. Und die IDM nach seiner Dominanz im Training auch im ersten Rennen beherrschte. Konnte sich sogar leicht freifahren auf der schwarzen, ja privat eingesetzten Ducati. Trotzdem Top-Material von der Hertrampf-Truppe, wie immer perfekt vorbereitet. Smirz dahinter, mittlerweile vorbei an Karl Margaritsch. Auch Damien Cutlin zog vorbei. Teuchert auf 6, Ranseder auf 7. Die Verfolger van Genhoven, Hommel und Philipp Altendorfer, das die Top 10 in Rennen 1. Weit auseinandergezogen, was allerdings natürlich auch an dem Tempo der Spitze lag. Und die Spitze standesgemäß mit einem prächtigen Wheelie, Dario Giuseppetti, ein grandioser Sieg. Ab Mitte des Rennens hatte ich schon sehr starke Schmerzen gehabt und habe dann aber gesehen, dass gegen Ende Martin ein bisschen eingebrochen ist und ich konnte noch konstant meine Zeiten fahren. Und ja, aber halt
mein Heil in der Flucht gesucht. So, ich habe gesehen, wo ich dann weg war, habe ich gleich einen Abstand gehabt und habe dann versucht, einfach nur noch wegzufahren. Das ist dann, ja, es ist eine überwältigende Sache. Ich danke meinem Team vom ganzen Herzen, den Sponsoren Ducati, Techno Gym, die alle sehr, sehr viel dafür getan haben, dass wir heute da stehen, wo wir sind. Standesgemäß der Jubel der Techno Gym Truppe um Vini Reicht für Dario Giuseppetti. So ein Rennsieg und eine Pole direkt hintereinander macht locker. Der Polesetter Dario Giuseppetti. Karl Magic, Damian Cutlin, Michi Ranseder, sie hatten sich fürs zweite Rennen allesamt was vorgenommen. Aber Giuseppetti auch. Etwas besserer Start beim Berliner als im ersten Durchgang. Trotzdem, die Meute wehrt sich. Einfahrt ins Omega. Vom Motorrad von Dario Giuseppetti aus gefilmt. Direkt auf Martin Bauer. Eng da, das Gedränge. Super Start von Jörg Teuchert mit der Yamaha. Endlich mal ein Lebenszeichen des Supersport-Weltmeisters des Jahres 2000. Und alle gut durchgekommen, das erstmal das Wichtigste. Martin Bauer natürlich unter Zugzwang. Noch einmal der Blick auf den Start, wieder aufgenommen von Damian Cutlin. Und da sieht man mal, wie eng das ist, die Berührung da vorne zwischen Magerich und Bauer. Aber das ist ganz normal, das ist fairer Rennsport. Sie lassen sich in aller Regel genügend Platz. Auch hier dann bei der Einfahrt ins Omega. Und da kommt Blitzstarter Teuchert, der sich direkt mal vorbeischiebt an Michi Ranseder. Giuseppetti, Bauer, dann Magerich, dann eine kleine Lücke und dann Matej Smirz. Und Giuseppetti machte richtig Druck. Bei schwierigen Bedingungen immer wieder mal leichte Regentropfen. Sie sehen es an der Bewölkung. Das war alles andere als optimal am Sachsenring. Und der Angriff bei Start-Ziel von Martin Bauer, der vorbeiging beim Anbremsen dann. Und die ersten Rutscher doch etwas feuchter als gedacht. So war's. Papunen, sein Sturz. Und der Regen, das Ganze löste dann den folgenden Rennabbruch aus. Die roten Flaggen, das einzig Mögliche, was die Rennleitung in diesem Fall machen konnte. Neuer Start also, diesmal Bauer auf der Pole. Vor Giuseppetti, Smirz und Magerich, das die erste Reihe. Beide Läufe natürlich addiert gewertet. Barry Fennemann mit der 7. Die ersten Wackler und Doppelführung für KTM. Giuseppetti auf 4 zurückgefallen. Hinter Magerich, Smirz jagt Martin Bauer. Und da links, Achtung, das gibt's doch gar nicht. Die beiden Markenkollegen, Matej Smirz, hatte innen eine unmögliche Linie versucht und wollte dort an Martin Bauer vorbei. Das ging natürlich überhaupt nicht. Damit dann die neue Spitze, Karl Magerich vor Dario Giuseppetti. Und noch einmal eine Onboard, diesmal die von Gabor Rismayer. Da sieht man die ineinander verkeilten Motorräder. Schwere Verletzungen, Gehirnerschütterung, Handverletzungen, Prellungen bei Martin Bauer. Nur Prellungen beim Auslöser Matej Smirz. Aber ganz schön dämlich dieses Manöver des Tschechen in Runde 1 nach Restart. Das konnte einfach nicht gut gehen. Cutlin mit dieser Attacke gegen Jörg Teuchert geht vorbei. Damit Damian Cutlin, neuer Dritter. Dann Teuchert, dann Sascha Hommel. Auch er ja mit Heimspiel, mit einer starken Leistung. Und vorne noch stärker Dario Giuseppetti. Keine Chance für Karl Magerich. Cutlin auf 3, dann die beiden Yamahas. Teuchert und auch Sascha Hommel, bedrängt von Gareth Jones vom Wilbers Racing Team. Unangefochten allerdings Dario Giuseppetti, der an diesem Wochenende auf dem Sachsenring mit seiner Techno Gym Hertrampf Ducati nicht zu bezwingen war. Auch nicht von Karl Magerich. Der hatte noch mal alles versucht. Und in der letzten Kurve, ja, da war doch noch was. Ganz genau. Sascha Hommel nämlich, der schmiss ein Top-Resultat, seinen 5. Platz nämlich in der letzten Kurve weg. Schade, schade, schade. Hätte er ganz gut gebrauchen können, ein gutes Ergebnis. Und der Mann des Wochenendes, Dario Giuseppetti, der ließ sich natürlich standesgemäß feiern. Und richtig rauchen lassen kann er's auch mit seiner Hertrampf Ducati. Ganz stark.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich danke in allererster Linie meinem Team, die mich sehr, sehr gut unterstützt haben. Mein Motorrad ist super gelaufen. Danke an Pirelli. Ich habe einen sehr, sehr guten Reifen heute gewählt. Ich wollte Dario attackieren. Dabei bin ich fast gestürzt. Da dachte ich mir, lass es bleiben. Platz 2 ist okay. Konnte Karl Margowitsch auch sein, denn er der Hauptprofiteur des Nullers, der KTM-Fahrer.